Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in macOS Ventura oder allgemein die macOS-Systeme, die kein iTunes mehr haben, sondern nur noch die Musik-App, die iTunes-Musik-Bibliothek verschieben könnt. Zunächst brauchen wir natürlich ein Endgerät. Ich habe jetzt einfach mal testweise hier einen USB-Stick dran gesteckt, weil meine externe Festplatte leider weg ist. Wichtig ist, es muss ein USB-Gerät sein oder Thunderbolt, also irgendein Gerät, was mit dem Gerät verbunden ist. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel nicht auf dem Netzwerk auslagern. Dann gehen wir einmal hier drauf, auf Musik. Dann habe ich ein paar Sachen schon angezeigt. Dann gehen wir oben auf Musik, auf Einstellungen. Gehen dann auf Dateien, also eigentlich ähnlich wie bei iTunes, gehen auf Ändern. Dann könnt ihr nämlich theoretisch auch aufs NAS. Problem ist halt, das NAS ist nicht immer verbunden, das heißt, dann startet die Musik-App nicht. Also an sich könnt ihr es schon machen, würde ich aber nicht empfehlen. Geht ihr auf USB, geht auf Öffnen und dann hätte ich sogar gesagt, dass wir hier noch kurz einen Ordner anlegen, den nennen wir einfach Musik am besten, weil iTunes gibt es ja nicht mehr. Gehen auf Öffnen. Und dann sieht man hier auch schon direkt, was er machen möchte. Beim Hinzufügen von Mediendateien in den Musikmedienordner kopieren. Musikmedienordner automatisch verwalten. Alle Sachen, die da reingezogen werden, werden so hinterlegt, wie hier beschrieben. Gehen wir einmal auf OK. Dann fragt er, möchtest du das wirklich? Dann drücken wir auf Yes. Und jetzt sollte gleich im Hintergrund was drauf kopiert werden, können wir gleich mal gucken. Genau, die Verzeichnisse sind rübergeschoben. Kann natürlich sein, dass das die Cloud-Töne sind, deswegen er hier noch nichts anzeigt. Deswegen steht hier Cloud Mediathek. Aber an sich ist es verschoben. Und wenn ihr jetzt zukünftig Musik reinzieht, also MP3, was auch immer, hier reinzieht, dann wird es auf den USB-Stick geschoben. Können wir uns hier auch nochmal anschauen, gehen nochmal hier auf Musik, Einstellungen, Dateien und alles Zukünftige wird dann automatisch dahin geschoben. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare wird dann nochmal ein Ja freuen. Dankeschön.